So, und damit, hallo Leute, was geht ab und sie kommt zu einem Fun. Layers of 4. Schön, dass ihr mit dabei seid und Bock drauf habt. Yeah, jo, wir sind... Yeah, I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. SS Ulysses. Jo, wir sind auf diesem Schiff, an dieser Kreuzfahrt. Wir spielen ja hier diese Schauspielerin. Haben wir im letzten Video... Beim letzten Video diesen Abschnitt angefangen. Was ich cool finde, ist, dass Teil 1 und 2 hier so im Prinzip nahtlos übereinander gehen. Oder übergehen. Ja, sind wir so ein bisschen durch das Schiff gelaufen, haben wir jetzt hier so ein bisschen was erfahren. Über das Leben eines Schauspielers oder Schauspielerin. Und das war's eigentlich, viel haben wir noch nicht gesehen. Okay, ich meine nicht zu viel gesagt. Na toll. Aber mein Trigger ist kaputt. Verdammt. Scheiße, ey. Das ist so eine, der wird nicht besser. Mein R2 Knüppel Knopf, der hängt öfter. All third class passengers this way, please. Did you? Oh. Mist. Ich dachte, das wäre schon gewesen. Das ist ein bisschen verschmiert, wa? Oha. Was ist das hier für ein Vieh? Ich hab keine Ahnung, was das für ein Fisch ist. Noch eine kleine Kabine. Vielleicht am Gammeln, oder? Seite um abgerissen. Tag zu Regisseur, bei der Schild anscheinend seinen nächsten Film am Bord des Kreuzerschiffs zu drehen. Land überquert, den Seite drehen wir. Die ist jetzt eigentlich vor. Warum ist es strange, dass man hier einfach so eine fremde Kabine hier so durchsucht? Mit seinem. Also, zwei Stück, Frau und Mann. Okay, das sind Frauenklamotten, das sieht man. Und Männerklamotten. Ich spiele glaube ich auch eine Frau, ne? Doch, nehme ich. Ey, was soll ich denn jetzt auf meine Hand? Welchen Typen? Ich wusste gar nicht, dass ich dachte, ich spiele eine Perle. Ich dachte, ich spiele die Tochter von ihm. Ich weiß aber nicht mehr. Oh ne, hat doch einen schon. Blinde Passagiere werden nicht toleriert. Ist ja auch irgendwo verständlich, die haben wir auch nicht bezahlt. Ey. Kann man hinhocken? Ja. Tschüss. Okay, ein paar alte Sachen. Auf den Schlüssel habe ich jetzt gefunden. Sieht halt nicht viel, wenn man rausguckt. Dreieck ist hier noch. Ah. Ich glaube auch nicht, dass hier die Rohre tropfen sollten.
Das ist, glaube ich, nicht so gut, besonders nicht beim Holzfußboden. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Sieht aus wie so ein komischer deformiertes Gesicht, so ein Totenkopf. Als Knauf. Junge, Alter. Ah, jetzt fangen die Ratten schon wieder an. Was haben sie hier für einen Auftrag? Teppich, Stühle und ein Chesterfield-Sessel. Der ist natürlich richtig schick. Und was haben wir da hinten? Das gute alte Porträt wieder. Ei, das kann schon nicht gut werden. Hallo? Okay, nicht, dann nicht. Tschüss. Ja, toll. Ach, das sah aus, als wenn der Bild seine Farbe verändert. Aber man bildet sich oft sogar nur ein. Boah, Alter, was ist denn jetzt los? Junge. Gehst mich in so einer. Ich kann SOS als Morsezeichen nicht. Oder als hier. Kein Plan. Okay. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Obwohl ich gerade in den Keller gegangen bin. Das ist natürlich strange. Hallo? Einfach mal die Schränke und Sachen der anderen Gäste durchsuchen. Okay, 6 Uhr. Ja, das ist eine gute Schauspielerei, wenn man den Unterschied nicht merkt zwischen der Originalperson und... Gott, haben wir noch ein Bild irgendwie von irgendwelchen Leuten, die am Rumpf stehen? Okay, reicht. Aber wo ist denn?
Was ist aber mit der Dusche? Gibt es hier keine Dusche? Okay. Also Dusche wäre schon cool, ne? Redet er gerade mit sich selber? Das Ding ist, warum ist jetzt ein geschlossenes Zimmer? Weiß ich gar auch nicht. Drehen. Kann nichts drehen. Ich sehe auch gar nichts drauf. Ah. Ein Stück aus dem Leben. Trophäe erhalten. Oh, nice. Warum ist das jetzt hier zu? Das war ja schwer hier. Da ist sie. Das habe ich dann. Hallo? Da geht auch nicht. Scheiß Mückenstiche, ey. Das eine Müllkacke. Ich hasse Mücken, ey. Ohne Witz. So viele Mückenstiche. Ey. Komplett zugestochen, ey. Drecksviecher. Okay, zu. Geht's dahin? Küche, glaube ich, oder? Wenn ich jetzt mal so schätzen. Wo man so erkennen kann. Ihre größte Bewunderin. Okay. Ich dachte schon mal, läuft denn da am Fenster rum, aber. Boah, manchmal dreht sich die Kamera voll schnell und manchmal ist das voll langsam. Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Cool, wenn er ein super bekannter und erfolgreicher Regisseur ist. Aber wollt's dann machen als Schauspieler? Bist ja irgendwie so ein bisschen gezwungen, so eine Kacke zu machen. Junge, chill. So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with the job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Anscheinend wohl, so wie das Bild hier aussieht. Ich glaube, das war mein Gesicht. Weil da unten die drei Dinger sehen aus wie Finger. Der soll wohl ein bisschen abgedreht sein. Okay. Warum bin ich jetzt wieder in dem Raum? I think it's all an act. Okay, beruhig dich. Was summt denn hier so komisch? Ja, klingt nach Musik. Spiel Musik? Ja. Ganz leicht zu hören. Okay,
Was ist los? Der Abstellkammer hier. Ein Film auf einer Kreuzfahrt, ey. Warum die einfach ein Schiff mieten? Ja, okay. Die einzige Tür. So ist die einzige Tür, die ich sehen kann. Okay, wenn ich da lang kann, hier lang. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich weiß, wer ist. Lichtkamera Action, wie eine Trophäe. Hä, Digga, hier war ich doch schon. Also die Person wahrscheinlich, die wir jetzt gerade spielen. Okay, was auch immer das jetzt war. Ich glaube, die Person, die wir spielen, die hat leicht einen am Sender. Vielleicht die Persönlichkeit. Ja. Auf jeden Fall ein Traumata. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison, before we rot. Stimmt, da war einer mit Kindern. Ich glaube mit seinem Bruder oder so gehandelt hat er. Ja, irgendwas kommt da. Nicht seine Tochter. War schon nichts drauf. Ja, Junge, irgendwas war da auf jeden Fall. Ja, weil sie den Zahncode jetzt wissen. Ah, verdammt. Wie? Ah, jetzt. Keine Ahnung, Alter. Ach, da steht eine Zahl. 4. Wo macht ein Ding?
Ja, das ist die einzige Zeit, die ich hier kennen kann. Boah, Junge, Alter. Was? Also, beim Totenkopf ist eine 4. Und daneben ist dann eine 5. Ja, mehr kenne ich auch nicht, wa? Wenn überhaupt eine 4 sein soll. Oder ein Harry Potter Blitz. Man weiß es nicht. Da steht auch nichts drauf, oder? Aber ich kann nichts mehr drehen. Nö. Ja, und jetzt? Kusch dich. Ah, 4. Passt ja. Ja. Ah, was war das denn? Oder war das einfach nur ein Bug? Ich erkenne 4. Ja, und das war's. Was daneben ist, das kann ich nicht sehen. Ist eine 8 da unten? Bei der Knarre von dem einen Typ, von dem rechten Typen? Junge, keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Mann. Boah, die Kamera, das geht mir jetzt gerade wieder viel zu schnell, wa? Weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß es nicht. Vier. Boah, habe ich jetzt echt keine Nerven für. Oder? Ich kann hier alles mit Zahlen nehmen. Wie lange soll ich denn hier rumgeistern, um so eine Zahlenkombination zu finden? Oder bin ich so blöd und hab die jetzt einfach nicht gesehen? Ach da. Okay, das war natürlich jetzt richtig dämlich. Das wäre richtig dämlich. Gut, hätte auch auf dem Bild sein können, ne? Are we really going? Lily, I'm... That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Stimmt, oder Schwester? Irgendwas war da. Okay. Heute sitzt du hier so alleine? Kommt der jetzt her? Ich kann auf jeden Fall nichts, doch kann ich wohl. Selber machen.
Ach so, ich muss wahrscheinlich den Sessel. Action, Kamera, Action. These images, ja. Memories of you, they've been haunting me. And yet you cling to them, because without me, you have nothing. Trophäe, Debüt. Ich war ein bisschen verwirrt, wie das heißt. Ein Debüt. Ja, okay, und jetzt? Nicht, muss ich hier nichts machen. Oha. Ich glaube, der Film ist nicht so ganz gelaufen, wie sie erwartet haben. Dazu. Dann halt bei dem X. Auch nicht? Hier wird der Fe- Wow, Alter. Ungens, entspann dich. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Gehe zum X. Das X ist da. Kippen. I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. 10 Stück nur. Trail. Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Okay, kann nur wo sein. Lass sie doch nie. Die Musik, ne? Schwimmweste nicht hier noch. Handtuch ist immer noch gefaltet, entspannt. Pellen. 2. Nutzerbeschreibung aktivieren. Kennt es verschwunden? She is, Mr. Hardy, the fastest vessel ever built, ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard, quietly. Was stehst du denn da jetzt mit deiner Knarre? Okay. Und die erste Mücke, die ich hier sehe. Geil. Gut, so, das würde ich mal sagen, dann bin ich mal das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart gerade. Jo. Dann werden wir uns im nächsten Video noch weiter das Schiff erkunden, möchte ich gesagt haben. Erkunden. Und ein bisschen über die Geschichte von Hardy und dem Mädchen herausfinden. Weiß noch nicht, was da jetzt genau ist. Boah, ich weiß auch nicht mehr, das ist schon so lange her. Ich muss also die runter machen hier.
Der zweite Teil von Lies of Fear ist schon so, puh. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass das ein Bruder ist. Also zwei Brüder und nicht ein Mädchen. Aber ja, gut. Ist nicht. Ist auch schon ein paar Tage her. Deswegen lasse ich mich da jetzt auch wieder komplett überraschen. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es geht. Ich weiß nur noch irgendwie so eine Tragödie zwischen den Geschwistern. Ich glaube, die Tochter stirbt oder irgendwie so. Ich weiß halt gar nicht mehr. Ja, mal gucken. Jo, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid ungefähr gerne am nächsten Mal dabei. Würde ich ganz gerne mich sehr drauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss bitte.